willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer kleinen Runde FIFA 15 und zwar nicht alleine, beziehungsweise doch alleine mit diesem Commentary, aber im Spiel nicht, denn ich habe, wie ihr hier schon seht, gegen Marcel Scorpion gespielt, gegen Scorpion Plays. Natürlich seht ihr das auch im Thumbnail. Das Ganze gibt es übrigens auch heute noch auf seinem Kanal eine Runde. Die Runde hier haben wir danach aufgenommen, noch eine schöne Runde Ultimate Team. Davor haben wir Head-to-Head gespielt, das heißt nicht Ultimate Team, Manchester City gegen Barcelona. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Jeder, der Marcel nicht kennt, der sollte auf jeden Fall die mal auschecken, Marcel Scorpion, beziehungsweise Scorpion Plays. Aber ich denke mal, das dürften die wenigen von euch sein, die den nicht kennen, den COD-Community-Superhelden eigentlich fast schon, zusammen mit Monte, Elotrix und mittlerweile auch Visca Barca. Also das ist wirklich richtig krass, was bei denen abgeht. Naja, ich habe auf jeden Fall eine Runde gegen ihn gespielt und wenn ihr euch jetzt fragt, Max, hast du den online getroffen oder sowas oder warum hast du gegen den gespielt? Nein, für die Sherlocks unter euch, ich bin mit Marcel ein bisschen enger in Kontakt gewesen in der Vergangenheit schon. Ich kenne Marcel, seit er ungefähr 10.000 Abos hat und wir waren früher mal länger in Kontakt, sehr, sehr gut in Kontakt. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen abgenommen, ist ganz klar, er wohnt in Köln, ja, er ist nicht mehr so nah dran wie in Hameln damals. Ich war ja auch mal bei ihm zu Hause, haben wir 24-Stunden-Livestream gemacht, vielleicht erinnern sich einige noch daran. Zudem natürlich, klar, Call of Duty, FIFA hatten nicht viel miteinander zu tun, von daher ein bisschen auseinandergelegt sozusagen, aber immer noch ab und zu in gutem Kontakt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, heute mal ein Video zu machen. Für alle die so interessiert, was hatte ich mit Marcel in der Vergangenheit zu tun, welcher Random bin ich eigentlich? Ich war beispielsweise mit Marcel auf der Gamescom, als er 20.000 Abonnenten hatte und ich glaube nicht, dass er sich damals ausmalen konnte, dass er jemals so groß werden würde. Natürlich war es immer sein Ziel, das kann ich schon immer sagen. Er war immer ein zielstrebiger Typ und er hat immer das Potenzial gehabt, aber dass er es wirklich geschafft hat, auf jeden Fall Respekt an ihn dafür. Leider Gottes immer noch nicht der größte FIFA-Spieler, aber das ist auch ganz normal. Er hat sich auf Call of Duty spezialisiert und Call of Duty würde ich dafür gegen ihn richtig, richtig ablosen. Ihr seht es hier schon, ich war relativ überlegen in der Partie. Das war auch im ganzen Verlauf der Partie so, nicht nur in diesem Part jetzt hier, nicht nur noch 99 Minuten, sondern allgemein bis zu 90 Minuten. Jetzt fällt hier gleich das nächste Tor durch Gareth Bale, wunderbar durchgesteckt durch David De Geas Arme. Und was soll ich noch großartig erzählen? Wir waren, wie gesagt, zusammen auf der Gamescom. Wir haben diesen 24-Stunden-Livestream bei ihm zu Hause gemacht und hatten nochmal das Abo-Treffen in Hannover, das ich übrigens gefilmt habe. Das Video gibt es noch auf seinem Kanal zu sehen. Müsst ihr einfach mal schauen. Das war irgendwann letztes Jahr im Dezember, also 2013 sogar noch im Dezember. Richtig, richtig lange her. Aber schon damals kannten wir uns und deswegen, ich bin nicht der absolute Überrandom, was Marcel angeht. Also wir kennen uns da schon länger und nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie wo jetzt ich, wieso, beziehungsweise wieso ich jetzt gerade in Kontakt mit ihm gekommen bin. Das hat halt seine Gründe. Gut, was gibt es noch so zu erzählen? Momentan eigentlich nicht so viel. Wenn ihr Coins braucht, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr auch mal Ronaldo ausprobieren wollt, der hier richtig eskaliert, gerade leider kein Tor schießt, aber immerhin. Und wenn es Video gefällt, lasst einen Daumen da oben, da würde ich mich selber freuen, das ist eine großartige Unterstützung und es zeigt mir, dass ihr das in Zukunft auch weitersehen wollt, eventuell mal Spiele gegen andere YouTuber, Wager-Matches und so weiter und so fort und dazu kann ich auch eine kleine Ankündigung machen, die ich jetzt mal raushauen werde und zwar, es sind für mich noch ganze 3 Wochen Schule in meinem Leben. Das ist eine ziemlich krasse Zahl, wenn ihr bedenkt, dass es so 21 Tage sind und ich komme da noch nicht so wirklich drauf klar. Aber gut, es ist halt nun mal so und ich werde in dieser Zeit natürlich jetzt noch einige Videos produzieren können. Ich werde noch ein paar Arbeiten schreiben, was aber nicht so schlimm ist, weil ich habe ja keinen mega Druck auf YouTube. Die Klicks lassen sowieso nach FIFA, ist ein bisschen langweiliger geworden. Ich denke mal, ihr alle wisst es, das Spiel, naja, nimmt langsam wieder ab, ist ein halbes Jahr her, dass es draußen ist. Da ist das ganz normal und wir alle freuen uns jetzt schon auf FIFA 16 wahrscheinlich, auch wenn es wieder ein Scheißspiel werden wird, aber ist ja erstmal egal. Halt, wie gesagt, also es gibt halt ein paar Videos. Die Klicks werden dadurch abnehmen, ist klar, und eventuell auch die Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, dass er mir treu bleibt und es wird natürlich weiterhin Videos geben, wie beispielsweise 7-Minute-Squads und Karrieremodus und so weiter und so fort. Ronaldos Road to Madrid, die gerade erst angefangen hat. Allerdings, wenn ich im Abi bin, und das ist am 20. April meine erste Arbeit, und ich glaube am 8. Mai ist die letzte Arbeit, die es überhaupt bei uns auf der Schule, was das Abitur angeht, gibt. In der Zeit werde ich natürlich nicht so viele Videos hochladen, weil ich im Abi-Stress bin. Das heißt, ich muss arbeiten, schreiben, muss lernen und so weiter und so fort. In der Zeit wird es kleine Videos geben, beziehungsweise kurze Videos, und zwar gegen andere YouTuber. Beispielsweise gegen den Badeschlappen-LP will ich eine Runde spielen, gegen den Hansus, gegen TBM beispielsweise auch, gegen Barca natürlich, gegen Marcel wird es auch eine Runde geben, bestimmt nochmal. Und in der Zeit werde ich halt mit diesen Videos gefüttert. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Würde mich sehr interessieren, ob ihr das auch mögt. Es werden natürlich Wager-Matches kommen, Random-Squads, je nachdem, wo ich halt Bock drauf habe, auch mit Tobi beispielsweise oder mit Ron eventuell mal. Werden wir schon sehen, was wir da machen können. Auf jeden Fall werden die Videos versorgt sein, auch wenn ich im Abiturstress bin, denn ihr wisst ja Bescheid. Ich liebe euch und ich will Videos für euch produzieren und Vidal liebt mich übrigens nicht, weil er den nicht reingemacht hat. Ich wollte es wieder zu schön machen in die kurze Ecke und die Rea ist dann im Endeffekt da. Es war es aber fast schon von dem Video, denn jetzt kommt noch eine richtig schöne Szene und zwar hier Benzema, jawoll, der Ball richtig schön Wolle ins Tor geklatscht zum 4:0 in der 87. Minute. Marcel, ihr habt es gesehen, selten mit Chancen, allerdings ist er wirklich kein schlechter Spieler, muss man dazu sagen. Ich denke mal, einige von euch, beziehungsweise einige, die ich auch kenne, hätten gegen ihn schon Probleme, aber hier in dem Spiel war er absolut chancenlos. Früher war es übrigens nicht so, eventuell habt ihr den Livestream ja gesehen, 24-Stunden-Livestream, da waren es richtig knappe Partien gegen ihn immer und auch wenn wir mal ein Video zusammen gemacht haben, ging es eigentlich immer ganz gut klar, so von der Ausgeglichenheit her, aber in diesem Spiel war
ich einfach all over Marcel. Aber ist ja auch vollkommen egal, ich will mich nicht zu sehr pushen. Schaut auf jeden Fall bei Marcel vorbei, wenn ihr ihn nicht kennt. Wäre traurig, wenn er das nicht tut, denn naja, ist halt absolutes Biest in der Call of Duty Community und auch sonst ein sehr unterhaltsamer Mensch, der ja ein bisschen behindert im Kopf ist, aber das macht ihn halt einfach auch aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. 7 Minute Squads kommt übrigens heute nicht, sondern ich glaube morgen oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.